Wer Swing fühlt, kann nicht im Gleichschritt marschieren. Als ich Josef Roth zum ersten Mal sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Roth war damals nicht nur traurig, sondern auch der beste und lebendigste Hasser. Ich kenne niemanden, der immer so sauber und so mutig Stellung nahm gegen jede Ungerechtigkeit. Ganz gleich, wer sie beging, ganz gleich, wo sie begangen wurde. Paul Hindemiths Sonate für Kontrabass. Entartete Musik? Irmgard Keun und Josef Roth, machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert. Ein literarisch-musikalischer Abend von und mit der Subkultur am 17.10.23 um 20 Uhr im Loft des Gosner Hoftheaters.